Hallo zusammen und willkommen bei diesem Kanal-Update. Wir möchten euch hier über zwei Neuigkeiten informieren. Zeit und Whisky ist ein Thema, was irgendwie zusammengehört. Wir alle wissen es, Whisky braucht Zeit im Fass und auch Zeit im Glas beim Genuss. Und so ist es ja auch bei unseren bisherigen Verkostungsvideos. Wir nehmen uns da Zeit, die haben eine gewisse Länge. So mögen wir das, so soll das auch weiterhin bleiben. Also das sei vorab gesagt, diese Videos wird es in genau der Form wie gewohnt weiterhin geben. Aber wir haben uns was Neues überlegt, zusätzlich dazu, nämlich Kurzvideos. Ja, es wird ein neues Format bei uns geben und das nennen wir einfach mal Kurzvideos. Wir möchten damit auf lange Sicht eine Art Nachschlagewerk hier bei uns auf dem Kanal für amerikanischen Whisky schaffen. Wenn euch ein bestimmter Whisky interessiert und ihr findet den dann bei uns in Form so eines Kurzvideos, dann sollt ihr in wenigen Minuten das Allerwichtigste in so einem Kurzvideo erfahren können, ohne irgendwie im Video hin und her springen zu müssen. Ja, entsprechend werden wir in diesen Kurzvideos die elementaren Rahmendaten knapp präsentieren und auch eine natürlich geschmackliche Einordnung vornehmen, aber ja knapp und konzentriert, ohne Verkostung vor laufender Kamera, eben mit nur wenigen treffenden, gerafften Worten. Diese Videos werden stets nur von einem von uns präsentiert werden. Mal eben Rolf, mal ich. Ebenfalls wird dieses neue Kurzvideoformat hin und wieder auch einen News-Aspekt haben. Manchmal kommt es ja vor, dass Abfüllungen von recht großem allgemeinem Interesse ganz plötzlich und unverhofft auf dem deutschen Markt verfügbar werden. In solchen Fällen möchten wir gerne so früh wie möglich in einem Video darüber berichten können. Dies wird in Zukunft häufig dann in Form eines Kurzvideos geschehen, wo wir dann, ja, möglichst kurz nach Erscheinungszeitpunkt des neuen Whiskys einen allerersten Eindruck zum Whisky abgeben werden. Aber wie gesagt, die ausführlichen Verkostungen wird es weiterhin geben und auch zu so einem Whisky wird es dann in Folge eine ausführliche Verkostung geben. Die zweite Neuigkeit betrifft die Bewertung von Whiskys. Manche von euch haben es vielleicht gesehen, wir haben kürzlich bei YouTube und Facebook Umfragen zu dem Thema gemacht und einige würden sich über ein Punktewertungssystem bei uns freuen, andere möchten lieber, dass wir auch weiterhin keines verwenden. Da dachten wir uns, lassen wir doch bei unseren normalen, ausführlichen Videos weiterhin alles wie beim alten, führen aber für dieses neue Kurzvideoformat ein Punktewertungssystem ein. Wir finden, das passt durchaus zu der angestrebten Kürze und Übersichtlichkeit dieses neuen Formates. Wir haben uns für ein 10er-Punktesystem entschieden. Ebenfalls möchten wir das gesamte Spektrum nutzen, also 5 ist wortwörtlich die Mitte der Skala und so ist es dann auch gemeint. 5 Punkte entsprechen dann bei uns einem durchaus gut trinkbaren Whisky, ohne besondere Fehlnoten, aber auch ohne allzu positive Eigenschaften. Alles unter 5 tendiert dann graduell ins Negative. Alles über 5 ins Positive. Der Preis wird nicht in die Punktwertung eingehen, sondern nur separat erwähnt werden und im Sinne einer Preis-Leistungseinschätzung unsererseits dann kurz und knapp in Relation gebracht. Denn wir wissen ja, preisliche Schmerzgrenzen sind persönlich verschieden und Preise können sich ändern. Aus unserer Sicht würde ein Einfließen der Preis-Leistung in die Punkte die Wertung weniger aussagekräftig machen. Ja, Leute, mal sehen, wie es läuft. Beide Ideen geistern schon länger in unserem Kopf rum. Wir freuen uns darauf, das umzusetzen. Haltet gern Ausschau nach diesen Kurzvideos, die in nächster Zeit immer mal wieder zusätzlich zum regulären Programm hier bei uns erscheinen werden. Sagt uns dann gerne, was ihr davon haltet. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert den Kanal, würde uns riesig freuen. In diesem Sinne, cheers und bis bald bei The Bourbon Diaries.